Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dead Space. Wir wollen jetzt mal Nicoles Hologramm weiter verfolgen. Ach, ich ahne schon wieder Übelste. So, warte mal. Hier ist Stase, die habe ich aber voll. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. So. Ja, hier war ich aber schon drin, ne? Weil hier war ich ja schon mal drin. Hier ist nichts mehr. Ne, hier ist ja nichts mehr. So. Okay, ab nach unten. Na, ist das eklig hier alles. Achso, hier. Jetzt bin ich ja wieder hier. So, warte mal. Alles klar, hier entlang jetzt. Gut. Er hat kein Loot, nichts mehr. Ja, wie soll ich da jetzt bitte schon durchkommen? Die ist verschlossen, die Tür. Okay, jetzt speichern wir erstmal ab. Speicher-Junkie. So, er muss seine Sucht befriedigen. So. Aber, warte mal, wie viel Kohle habe ich eigentlich? Ja, ich bin wie immer so gut wie pleite. So, Medizin habe ich jetzt noch genug. Ja, nur Munition fehlt ein bisschen. So, warte mal. Für den Flammenwerfer habe ich noch 38 Schuss. Warte mal, dann nehmen wir den doch noch mal wieder mit. Ah ne, warte mal. Ja, Moment mal, warum? Ah ja, stimmt, wir müssen ausrüsten. Ja, warum kann ich die jetzt nicht? Ach so, war das ja. Ja, so. Nee. Oh, was mache ich denn jetzt hier für einen Scheiß? Okay. Okay. Okay, ich soll jetzt durch die Tür da durch. Aber wie komme ich da jetzt durch? So, warte mal. Hier kann ich ja auch nichts tun. Ja, wie komme ich da jetzt durch die Tür hier? Merkwürdig. Ja, da kann ich ja jetzt so überhaupt nichts machen. Verschlossen, hier ist auch verschlossen.
Und ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, die Tür aufzukriegen. Merkwürdig. Okay, gut, dann war der ganze Weg hierhin jetzt quasi für reine Zeitverschwendung. Ah, warte mal. Ja, auf Karte anzeigen. Ja, ich bin jetzt da. Okay. Warte mal. So, warte mal. Ach, Quatsch. Ja, ich muss mich jetzt... Ja, ich muss da jetzt hin, aber... Ne? Aber da komme ich ja nicht hin. Ich komme hier durch die Tür nicht durch. Warte mal. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Dieser Fahrstuhl hier. Wie komme ich da jetzt zum Beispiel hin? Wie komme ich da hin oder zu diesem Fahrstuhl? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Okay, gut. Egal. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal die Hauptquests weiter. Gut. Dann war das jetzt hier eben gerade... Zeitverschwendung. Ne? Gut, schade eigentlich, aber na, ist egal jetzt. Es sei denn natürlich, ich kann hier hinten... Ja, bei der Energiegeschichte hier. Hier irgendetwas. Da die rote Leitung, die führt. Wo auch immer die hinführt. Nee, die führt wahrscheinlich zu der Tür dahin, ne? Warte mal. Oh Gott, ich dachte gerade, da kommt ein Vieh an oder so. So, dadurch ist die Tür da offen, ne? Ja. Gut. Oh Gott, wo laufe ich hier entlang denn? So, warte mal ganz kurz. Ja, ne, hier gibt es ja auch keinen Ausgang. Freigabe bestätigt. Da gibt es noch ein bisschen Loot. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut. Die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt.
Und da Captain Matthias jeden Besuch auf Egge 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Warte mal, kann ich den ja... Okay, die kann ich nicht hauen. Gut. So. Okay, jetzt mal den Fahrstuhl wieder einschalten. Also die ganze Scheiße hier, wenn das alles vorbei ist, hier wieder sauber machen, da hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Da würde ich auch sagen, nee Leute, mach das mal alleine, ohne mich. Ah ne, Quatsch, hier was ist dieses Observatorium. Da brauche ich ja nicht rein mehr. Zumindest noch nicht. Oder im Moment nicht, wie auch immer. So. Okay, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Also ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht, wie man... die Tür da aufkriegt. Entweder hat man den, habe ich den Punkt verpasst, diese Nebenquest weiter zu verfolgen. Geht das nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn man den überschritten hat, ja, dann Pech gehabt. Oder es kommt noch im weiteren Verlauf der Story, dass ich die Quest da weiter verfolgen kann. Ja, hier ist Loot. Ein Knoten, wunderbar. Moment mal, jetzt bin ich ja wieder hier. Bin ich ja wieder hier. Toll, jetzt bin ich ja wieder hier. Moment mal. Da ist da hinten jetzt wieder die Tür, die dicht ist, wo ich nicht durchkomme. Oder hat sich jetzt vielleicht auch da irgendwas geändert, aber ich glaube es nicht. Ne, die Tür ist ja immer noch natürlich dicht, klar. Hätte ja sein können, Leute. Herrgott, prügelt doch nicht immer gleich auf mich ein. Gut. So, Moment mal.
dachte eben gerade. So, warte mal. Nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, das ist hier gleich hinter der Tür. Das ist auch Nicoles Hologramm. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Branham. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Nur ein Trick. Isaac. Wow. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Okay, Feuer hat dir nichts ausgemacht. Entkomme der Kreat. Oh. Verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott. Alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Es muss doch von Nasser sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Aha. Oh, fuck.
Scheiße! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, Kacke, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, wie soll ich das jetzt hier mal erledigen? Ich... Okay. So. Das Problem ist jetzt so gerade folgendes. Wo zum Geier muss ich hin? Okay, ich muss da hin. Ach, Kacke. Ach, scheiße, ich hab gedacht... Ach, Kacke, ich hab die falsche Energiezelle an den falschen Ort gepackt. Scheiße. Scheiße, ich hab die Energiezelle an den falschen Ort gepackt. Scheiße. Keine Stars mehr, was mache ich jetzt? Ich hätte hier reinpacken müssen. Ach, Kacke. Oh, ich habe keine Heilung. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier schaffen soll. Ja, ich habe keinen Plan, wie ich das jetzt hier... Wie ich das jetzt hier schaffen soll. Ich habe keine Stase mehr, ich habe gar nichts mehr. Ich habe auch keine Munition mehr, ich habe nur noch 2 Schuss, ich habe nur noch mit meinem Laserfuzzi hier 13. Wow, 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 wow. Ach, Kacke, wo ist das die Energiezelle? Ach, Kacke, die war da drüben, ey. Scheiße, die krieg ich ja jetzt hier nicht mal raus. Nee, tut mir leid, ich krieg das nicht hier gebacken. Ja, nee. Tut mir leid, ich krieg das hier nicht gebacken.
Ich krieg das hier nicht gebacken. Oh, nee. Ach, Kacke, Mann. So, warte mal. Ja. Ja, ich muss das gleich mal gucken. Nun gut. Aber das probieren wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, daumen ein Abo und sagt, dass ich soll wieder dabei. Bye, bye.